Wir schreiben Juni 1991. Die drei Softwareentwickler und Computerwissenschaftler James Gosling, Mike Sheridan und Patrick Norton beginnen die Entwicklung der Java-Programmiersprache. Der ursprüngliche Sinn von Java war ein interaktives Fernsehen. Dieses Vorhaben konnte jedoch nicht umgesetzt werden, da das digitale Kabelfernsehen noch nicht ausgereift genug war. Zu Beginn trug die Sprache im Gegensatz zu heute noch den Namen Oak, zu Deutsch Eiche, benannt nach einem Baum, der vor dem Büro von Gosling stand. Später wurde das Projekt erst in Green, dann in Java, genau wie die Kaffeesorte Java umbenannt. Bei der Entwicklung der Syntax wurde sie stark an C++ und C orientiert, damit bisherige Programmierer sich in der Sprache leicht zurechtfinden können und diese Programmiersprache nutzen wollen. Die Entwickler haben sich außerdem 5 Grundkonzepte ausgedacht. Erstens, Java soll einfach sein. Sie soll eine objektorientierte und vertraute Programmiersprache sein. Zweitens, gleichzeitig soll die Sprache robust und sicher sein. Naja, letzteres klappt ja jetzt nicht so gut. Drittens, Java soll unabhängig von jeglicher Prozessorarchitektur oder anderen Plattformen unterschieden sein und dadurch extrem portabel sein. Viertens, außerdem soll man in der Lage sein, leistungsfressende Aufgaben auszuführen. Fünftens, der letzte Punkt ist, dass Java von einem Interpreter ausgeführt werden soll und nicht von einem Compiler in eine direkt vom Computer ausführbare Datei kompiliert werden soll. Und diese Prinzipien scheinen extrem gut anzukommen, heute wie auch damals. Derzeit belegt Java den ersten Platz des Theobe-Rankings mit ganzen 14% und das schon seit über 15 Jahren. Zum Vergleich, der zweite Platz, C, hat ca. 7% Marktanteil. In 2002 wurde C übrigens von Java auf Platz 1 abgelöst. Allenfalls erst einmal zurück zur Geschichte. 1995 wurde die erste offizielle Version von Java durch die US-amerikanische Firma Sun Microsystems veröffentlicht, bis die Oracle Corporation 2010 Sun Microsystems für 7,5 Milliarden Dollar aufgekauft hat, war Java unter der Obhut dieses Unternehmens. Mit Java kann und wird sehr viel gemacht. Auch für den Unterricht wird Java oft als Einsteigersprache verwendet, da sie sehr einfach zu lernen ist. Neben dem gibt es noch zig andere Möglichkeiten, sich selbst mit der Programmiersprache zu verwirklichen. Ganz egal, ob Animationen, Webseiten, Text, Bild oder Videobearbeitungsprogramme oder. Leider gibt es sogar Spiele, die mit Java programmiert wurden. Einige Beispiele, die du vielleicht kennst, sind Eclipse, NetBeans, Jedit, OpenOffice und am allerwichtigsten so gut wie alle Android-Apps. Jedoch müssen nicht alle Android-Applikationen mit Java programmiert sein. Einige sind auch Programme, die mit einer Java-Plattform-Sprache geschrieben wurden. Neben der Sprache aus der letzten Folge ist Kotlin eine weitere sehr bekannte Programmiersprache, die auf der Java Virtual Machine und damit auf der Java-Plattform läuft. Solltest du mehr zur Java-Plattform und oder zur Java Virtual Machine, kurz JVM, wissen wollen, empfehle ich dir mein letztes Video anzusehen. Kotlin wird von dem Softwareunternehmen JetBrains entwickelt, welches auch viele Integrated Developer Environments, kurz IDE, verantwortlich ist. Eine dieser IDEs namens IntelliJ IDEA kann unter anderem auch verwendet werden, um Java oder eben auch Kotlin einfacher zu programmieren. Seit 2011 gehört Kotlin nun zu der Familie der Programmiersprachen und ist in dieser Zeit in die Top 100 der genutzten Sprachen gekommen. Des Weiteren ist die Sprache natürlich völlig kostenlos und der Quellcode ist auf GitHub frei verfügbar. Einer der größten Unterschiede zwischen Kotlin und Java sind die Funktionen, die Kotlin als Erweiterung besitzt und damit neben der Objektorientierung auch prozedurale Programmierung unterstützt. Zudem sind die sogenannten Null Pointer Exceptions, die jeder Java-Programmierer kennt und wahrscheinlich auch hasst, in Kotlin nicht vorhanden. Neben Android-Apps und Desktop-Programmierung lässt sich Kotlin auch für Webentwicklung einsetzen. Solltest du dich nun entscheiden haben, eine dieser beiden Sprachen lernen zu wollen, kannst du die folgenden Dinge tun. Im Falle von Java hast du die Sprache höchstwahrscheinlich sowieso schon auf deinem PC installiert, sodass du eins der tausende Tutorials beginnen kannst, überall online verfügbar sind. Wenn du dich zuerst für Kotlin entschieden hast, kannst du ganz einfach auf die offizielle Homepage von der Sprache gehen und sie online ausprobieren. Völlig kostenlos natürlich. Gleichzeitig kannst du dir direkt die ausführliche Dokumentation ansehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, in der nächsten Folge über JavaScript sehen wir uns wieder.